Mein Name ist Vasily Biskorovainov. Ich arbeite am Kompetenzzentrum IT-Sicherheit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und währenddessen promoviere ich noch am KIT beim Herrn Professor Müller-Quandt. Der Weg war tatsächlich überraschend ans FZI gelangt am Ende. Der Plan war eigentlich Promotion beim Herrn Professor Müller-Quade, nachdem ich mein Informatikstudium am KIT abgeschlossen hatte. Dieser hatte mich dann direkt ans FZI verwiesen und danach ging das ratzfatz. Meine Arbeit ist ja als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum IT-Sicherheit, sprich es bewegt sich alles im Bereich der IT-Sicherheit. Hierzu gehören vor allem Projektarbeit in Projekten, die von der Industrie bzw. auch von der Landesregierung bzw. also von den Landesministerien oder Bundesministerien ausgeschrieben werden und für uns dann bewerben. Und dazu ja, gehören auch solche Projekte wie das einfache digitale Vergessen, wo man versucht, der Datenschutzgrundverordnung besser entgegenzuwirken und der Industrie bessere Werkzeuge bereitzustellen, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Das Arbeitsklima am FZI ist vermutlich nicht viel anders, also nicht nur vermutlich, ich arbeite ja auch eng mit dem Lehrstuhl zusammen, mit den Doktoranden auch dort. Es ist tatsächlich nicht viel anders wie dort, nur dass die sich zur Kaffeepause immer wieder versuchen, irgendwelche Theoreme zu widerlegen, während wir hier am FZI uns immer über die aktuelle Politik eher unterhalten, die gerade die gerade aktuell ist. Das große Ziel ist es für mich tatsächlich, dass ich am Ende wirklich etwas schaffen kann, was auch wirklich was bewirken kann, um auch tatsächlich so einen gewissen Footprint zu hinterlassen, womit dann auch die Welt im Allgemeinen sogar was anfangen könnte.